Hallo, da bin ich wieder. Ich bin Peter Fissen-Ebert. Ich bin Anwalt und spezialisiert auf alle Themen rund um die Haftung, Risiko, Sanierung, Insolvenz, Compliance. Also alles hängt mit der Haftung und Risikomanagement zusammen. Und ich hatte ja schon mal berichtet über die Insolvenzantragspflichten und auch die Fristen, die es da gibt. In Corona-Zeiten ist das ein bisschen anders wie so vieles. Da hat die Bundesregierung einen relativ weisen Schritt gemacht und einfach die Insolvenzantragsverpflichtung ausgesetzt. Ich hatte ja mal berichtet, und das muss man auch immer wissen als Unternehmer, da ist man verpflichtet, bei Vorliegen eines Insolvenzgrundes innerhalb von 3 Wochen spätestens zu reagieren, das heißt diesen Grund beseitigen oder halt Insolvenz zu beantragen mit all den Folgen, über die ich auch in einer anderen Sendung nochmal berichte. Das ist jetzt in Corona-Zeiten ausgesetzt und zwar bis Ende September 2020. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, selbst wenn eigentlich Insolvenzantragsverpflichtung da wäre, hat man Zeit bis zum 30.09. Man darf sich da aber nicht drauf ausruhen, weil die Insolvenzverwalter laufen Sturm gegen diese Regelung, so als sei Covid eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Insolvenzverwalter. Ist es aber nicht, aber wenn es dann zum Schwur kommt und es kommt nach dem 30.09. zu einer Insolvenz, dann werden die Insolvenzverwalter genau nachgucken, war das wirklich Covid-bedingt? Auch da hilft das Gesetz ein bisschen, wenn man am 31.12.2019 noch nicht zahlungsunfähig war, dann wird vermutet, dass die spätere Schwäche Covid-bedingt war. Also das ist schon mal relativ einfach, aber meine Empfehlung ist wirklich, lasst euch das vom Steuerberater testieren, macht so viele Aufzeichnungen wie möglich, weil wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, ist es extrem schwierig, das nachzuweisen und die Insolvenzverwalter sind da wirklich nicht sehr fein und die werden sowieso behaupten, das war kein Covid-Fall, mit der Folge, dass dann eine Insolvenzverschleppung eintreten würde, mit der Folge, dass möglicherweise der Geschäftsführer mit seinem persönlichen Vermögen für den gesamten Schaden haftet. Davor will ich euch bewahren. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Nichts ist einfach im Gesetz. Bei Fragen gerne über das Formular kontaktieren. Ich helfe gerne. Ich bin für euch da.